So, jetzt muss ich erstmal stoppen, nur um jetzt wieder weiterzumachen. Also wir können jetzt wieder weitermachen. So. Ne. Hier ist das, was ich schon mal erwähnt habe, eine unsichtbare Kante. Nein. Ganz an der Ecke hoch. So, dann nimmst du bitte ein Stück. Supergirl und Telepoint. Polartor-Kristall. Was hat's damit auf sich? Ganz einfach. Wenn es so ein netter WHM, wie ich einer bin, auf einem höheren Level ist, dann bekommt man, in den verschiedenen Städten kann man eine Quest machen, dann bekommt man den Zauber Tele Holla, Teledem, Telemea, um jetzt mal die drei bekanntesten zu nennen. Und wenn man diesen Torkristall gesammelt hat, kann der WHM, ich zum Beispiel jetzt sagen, zu Dorf, wenn er jetzt sagt, ich möchte jetzt bitte zum Meer und hat den Kristall Meer geholt und ich habe den Zauber schon dafür, können wir uns einfach dahin teleportieren. Das verkürzt die Zeit ungemein mit dem Laufen. Es ist ganz wichtig, eigentlich die zu sammeln, weil sonst braucht man Ewigkeiten durch die Welt. Also ich habe jetzt mal eine Zeit letztens gestoppt. Also ich habe, um einmal das Latterheim-Plateau zu durchqueren, über 20 Minuten gebraucht. So, gehen wir mal. Und hier haben wir auch wieder an jedem Point unseren Chocobo-Führer. Unseren besseren Chocobo-Führer. Chocobo-Vermieter, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt Oh, seit wann 20. bestehen denn hier? Jetzt so eigentlich schon fast immer, seitdem ich spiele. Ja? Wenn wir jetzt Level 20 wären und einen Chocobo-Führerschein hätten, könnten wir uns bei denen einen Chocobo mieten und einfach so reiten. Haben wir aber nicht. Nein, haben wir aber nicht. Also können wir auch nicht reiten. Deswegen muss man hier weiter im Kreis rennen und gucken, wo wir Wespen herbekommen. Genau, große böse Wespen. Genau, Killerwespen auch genannt. Die Wespen aus Killer-Ternien. Arsch mit Ohren. Brauchen wir nicht. Ich hoffe mal, hier springen keine Dancing Weepens rum. Ah, wack. Wack. Wenn Dancing Weepens hier sind, wird es ein bisschen schlimm. Also ich bin fast wieder der Meinung, wir gehen zum Riss. Da, oh, wenn man vom Esel tratscht, Poltergeist. Kommt er gelatscht. Poltergeist. Hier. Poltergeist. Unvorstellbar stark für mich. Ja. Das gibt Instant-Tod für einen Magier. Ja, dann mach mal hier deinen super geilen Geheimtrick, den du noch in der Tasche hast. Und zwar Untote Bannen. Echt? Habe ich den? Oder Habe ich den vergessen? Exorzismus. Nein, ich habe verbannen. Nennt sich zwar nur, ist ein Angriffszauber, aber da bringt nicht wirklich viel, weil die viel zu stark dafür sind. Hier möchten keine Wespen rumlaufen. Nee, wir müssen wieder zurück, wo wir vorher waren und. Nicht unbedingt. Oder weißt du noch, wo welche sind? Ach Quatsch, Blödsinn. Ich laber die ganze Zeit von Wespen. Nee, ich hab gerade eben noch Gustaberg-Regionen gedacht. Nee, hier Ja. wird's ein bisschen. Ja, ich war gerade eben im falschen Gebiet mit den Gedanken. Ja, an deinem Anfangsgebiet. Ehemaligen. Wie Ja. gesagt, ich bin normalerweise auch nur Windurst gewesen und wie gesagt, kenne mich da, laufen einfach mal die Straße entlang, würde ich bald mal sagen. Wenn wir unten weiterlaufen, kommen wir zu der Wahlgrund-Dunes. Ich glaube, da wollen wir nicht hin. Weil da sind die Mobs noch ziemlich, ziemlich hoch. Das stimmt. Na ja gut, auf jeden Fall konnte ich jetzt auch noch ein bisschen mehr zeigen, was es hier mit dem Latent-Plateau auf sich hat. Genau, hier muss ich nämlich für meinen Job später auch noch hin. Und zwar wird das Summoner sein in meinem Fall, Beschwörer. Ich wollte auch. Na egal. Dann mach ich den Parler. Wolltest du auch Beschwörer machen? Ja. Zwei Beschwörer sind nie verkehrt, kann man im Duo fast alles solo machen. Ja, sauber, dann machen wir beide Summoner. Damit habe ich schon mit einem Freund komplette Mobs gelegt. Also Karbankel drauf, wegrennen, warten bis Karbankel tot, neu beschwören, der Mob kommt, Karbankel drauf, wieder wegrennen. Ja, dann machen wir das so. Ja, yeah, aber Summoner ist ein echt harter Job, den zu bekommen. Dann machen wir das so.
Wir machen das so, genau. Wir machen das so. Wir machen das so. Ja, Sumner, ne? Dann hier links und rechts von uns sind Orcas. Oh oh. Der eine bewegt sich mir ein bisschen zu schnell. Der hat dich lieb. Du bist eine Frau. Ja, hab ich schon seit 50 Jahren Schlimme. Keine mehr gesehen. Ja, lass gut sein. Ich glaub, hier sind wir verkehrt. Ja, kommen wir Richtung Valkrum Dunes. Und müssen wir hier unten gucken, ob es hier unten Wespen gibt. Tja, da soll man Wespen jagen und man findet keine mehr. Seht ihr, eigentlich müssten wir hier irgendwo ein Lager aufstellen und anfangen zu warten, bis die an unsere Würstchen oder andere Sachen. Nein, hier unten sind Pilze. Pilze sind aber auch toll. Funge. Naja, ich glaube, die Pilze sind ebenbürtig für mich. Und als Mage bedeutet das so viel wie Tod. Tod. Rock Eater, Rock Eater. Das ist ein Goblin. Hey, ich frage mich, wo die Wespen alle hin sind, ey. Das ist immer wieder echt interessant. Keine Wespen hier. Wurden ausgerottet. Gibt's nicht mehr. Ja, sagen sie der Buchseite, ja, komm, geh Wespen hauen. Ja. Da sollte man aber des Öfteren im Final Fantasy sehen, dass man seine Mobs praktisch sucht. Ja. Nein, Sackgasse. Fail. Wo bist du denn hingerannt? Ich bin in der Sackgasse gelaufen. Ach, da ist er ja. Ich hab gefailt. Das ist kein guter Weg da lang. Epic Fail. Also nach oben und so. Nicht gerade einfach hier. Gerade weil die Gebiete so weitläufig sind. Ah, wäre schade, wenn nicht. Stell dir mal vor, das sind so riesige Gebiete. Ich frage mich immer wieder, wenn ich bei World of Warcraft durch die Gegend gelaufen bin, wo sollen hier die Kämpfe stattgefunden haben? Zwei Häuser und dann ist schon fast das gesamte Gebiet voll. Ja, hier siehst du, hier sind Kämpfe gewesen. Ich freue mich dann vor allen Dingen schon, wenn ich unseren Leuten Wings of Goddess zeigen kann. Am besten gehen wir wieder zurück von da, wo wir vorhin gekommen sind. Mhm. Da unten weiß ich auf alle Fälle, es fliegen normalerweise immer Wespen rum. Wieder mein Arsch mit Ohren. Ja, die begegnet man häufiger. Am meisten aber in den Tarongi-Schluchten. Obwohl, das finde ich ist auch ein schönes Gebiet. Tarongi-Schluchten. Ich überlege gerade, ist das das, was du über Juno durch hinkommst? Das ist das von Windhurst, wenn du von West-Saruta oder von der Saruta ja, auf jeden Fall. Zählst, dort hochgehst. Dann kommst du ja dann in der Tarongi-Schluchten, dann in der Meripatu-Berge und dann von da aus in der Sauromog-Ebene. Ich erinnere mich, 2 Stunden Fußmarsch bis nach Juno. Yep. Knapp 2 Stunden Fußmarsch. Mit viel, viel Mobs. Ork, der genau auf mich zuläuft. Ja, der Beat nimmt gleich eine Runde und hat mich nicht geaggrot. Welch ein Wunder. Ja, die scheinen auch mit den Updates da irgendwie die Aggro ein bisschen runtergeschraubt zu haben, die aufkommen kann. Glaubt ihr, mit so gemacht, dass leichte Beute dich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich aggrot. Wenn du jetzt nicht gerade vor der Nase rumspringst. Ja gut, ich mache hier jetzt aber erstmal einen Cut.
Ich meine, das Leveln braucht man jetzt auch nicht mehr großartig wieder gut, Nein, also das haben wir ja beobachten. schon zu Genüge gesehen. Eben. Deswegen, das war das Latenzplateau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.